Geschätzter Herr Stadtpräsident, Herr Stadtrat und Stadtschreiberin, wir freuen uns im Namen der SVP Wetzikon, in der Stadt Wetzikon, Ihr Vertreter und Anträge, die entsprechenden Unterschriften dürfen entgegenzunehmen. Es geht um Windkraftanlagen mit 1000 Meter Mindestabstand zu einer nächsten Wohnsiedlung, sollte das denn jemals entstehen. Das darf symbolisch und echt sein. Dankeschön. Merci. Danke vielmals. Jetzt ist es so, da haben ganz viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in Wetzikon haben sich Mühe gemacht, uns zu unterstützen mit einer Unterschrift. Wir und alle die anderen, die möchten natürlich jetzt wissen und verstehen, wie geht es jetzt weiter. Jawohl. Also es gibt wie zwei Sachen zuerst. Schauen wir mal und zählen, sind es wirklich 500 oder mehr Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aus Wetzikon. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Und da können wir sagen, mal, die ist Stanko, die Initiative. Und dann prüfen wir sie noch formell, ob sie überhaupt gültig ist, ob man sie zur Abstimmung bringen kann. Und dann tut der Stadtrat, wenn das ebenfalls der Fall ist, das dann an das Parlament überweisen, wo dann allenfalls noch wieder darüber beraten und vielleicht einen Gegenvorschlag ausschaffen. Und dann kommt es dann zur Abstimmung. Kann man heute schon irgendetwas antizipieren, mit wem dass die Stadt Wetzikon mit einer Volksabstimmung rechnen darf? Ja, es ist ein bisschen schwierig, da genau zu sein, aber ich würde jetzt mal sagen, so ungefähr im 2025, vielleicht eher im ersten Halbjahr 2025, dürfte es zur Abstimmung kommen, wenn es da nicht noch grosse Hindernisse gibt. Danke vielmals für die Entgegennahme und dann freuen wir uns auf das weitere Vorgehen. Ja. Vielen Dank. Merci vielmals. Danke.